Hallo da draußen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt's mal was Leckeres, Süßes. Und zwar mache ich ein paar Pfannkuchen mit karamellisierten Apfelstückchen. Zu den Pfannkuchen, ihr könnt übrigens auch Pancakes oder Kreffen machen, das passt auch super dazu. Hab hier jetzt kein extra Video, weil ich ja schon so viele von gemacht habe. Ich habe sie einfach nochmal unten verlinkt. In dem Video geht es nämlich jetzt um die karamellisierten Apfelstücke und ich leg dann direkt mal los. Wir brauchen einen halben Apfel. In diesem Fall nehme ich einen Gala-Apfel, die habe ich am liebsten. Und einfach schön feinen Würfel schneiden. Dann brauchen wir eine beschichtete Pfanne, geben etwas Butter dazu, lassen es aber nicht zu stark erhitzen, ungefähr auf mittlerer Stufe, den Zucker dazugeben, alles gut umrühren. Jetzt solltet ihr schon merken, dass es relativ dickflüssig wird. Und direkt im Anschluss gebe ich dann die Äpfel dazu. Rühre alles nochmal gut um. Die Äpfel sollten ca. 3 bis 5 Minuten in der Pfanne bleiben. Dann gebe ich den Zitronensaft dazu. Rühre alles nochmal um und lasse es etwas abkühlen. Danach könnt ihr es auf die Pancakes, Pfannkuchen oder Crepes geben und das leckere Essen genießen. Das sieht sowas von verdammt lecker aus. Ich habe schon so ein Apfelstück probiert, die werden richtig schön weich. Das ist eigentlich das perfekte Sonntagsfrühstück. Es schmeckt so verdammt lecker, die Apfelstückchen sind richtig schön weich geworden und das wird dann so ganz leicht dickflüssig, wie so ein leckerer Sirup, wie so ein Ahornsirup, den man ja auch super geil zu Pfannkuchen und Pancakes machen kann. Was auch noch super dazu passt zu den Äpfeln ist natürlich Zimt, das ist optional. Ich werde es beim nächsten Mal auf jeden Fall mal mit Zimt ausprobieren. Was aber auf jeden Fall ein Muss ist, ist der Zitronensaft. Das gibt den Ganzen noch so einen gewissen Kick, es ist einfach super, super lecker. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so dazu hört, das würde mich auch mal interessieren. Es gibt da wahrscheinlich so viele verschiedene Varianten, die man gar nicht kennt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschö!